Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von unserer Seite, von unserem Kommentatorenplatz im Berliner Olympiastadion. Ich kann nur sagen, wenn man die Stimmung hier schon mehrere Stunden in sich aufgesogen hat, Berlin ist wahrlich nicht nur im Fußball immer eine Reise wert. 15.000 bis 17.000 Werder-Fans, so wird geschätzt. Eine Riesenkolonie, erwartungsfroh gestimmt, sagten alle vorher, uns kann doch heute nichts passieren. Wir sind krasse Außenseiter, aber den dürfen die Bayern nicht unterschätzen. Ja, nicht nur im Norden. Die Nummer 1, vielleicht auch im DFB-Pokal. Die Nummer 1, Mario Basler, der sowohl mit Werder Bremen als auch mit dem FC Bayern schon den deutschen Pokal gewonnen hat. Schiedsrichter Jürgen Aust, für ihn den Kölner sicherlich ein Karriere-Highlight. Platzwahl lief schon mal unter dem Motto das große Schweigen, die Stummen unter sich. Bei Dieter Hals verwundert das ja nicht, aber auch Oliver Kahn, wortkarg wie selten zuvor. Wenn ich so auf die Zuschauerränge schaue, meine Damen und Herren, dann muss ich auch sagen, ein Bild hat mir wehgetan. Lassen Sie mich das vor Beginn dieses Pokalendspiels noch mal ganz persönlich sagen. Unter uns sitzt auf der Tribüne Thomas Helmer und der suchte lange seinen Platz, musste da ewig auf die Karte schauen. Das mögen auch Augenblicke heute für ihn sein, auf der Tribüne als Vorsitzender der Spielerfrauenvereinigung. Sofern Sie sich da gewundert haben sollten, dass die Bremer mit kleinen Pumas in Händen die Spieler auf das Spielfeld gekommen sind, das sollte eine Geste sein an die Kinder, die die Bremer Spieler ja das ganze Jahr über, stellvertretend heute an die Kinder, die Spieler ins Berliner Olympiastadion geleitet haben, überreichten. Natürlich ein Schelm, wer Böses dabei denkt, hat sich der clevere Manager von Werder Bremen, Willy Lemke, auch werbemäßig was dabei gedacht. Anspannung pur, auch im Gesicht des Schiedsrichters. Erste gute Szene durch Lothar Matthäus, der sich schon in der Anfangsphase nur im Mittelfeld tummelt, was sicherlich auch Bremens Bürgermeister Henning Schärf, den wir ja vorher auch mal kurz eingeblendet sahen, doch ein bisschen bekümmern wird. Ein herrliches Bild von hier oben, meine Damen und Herren. Alle Fotografen haben sich im Übrigen hinter dem Werder-Tor, was soll das denn bedeuten, postiert. Kaum einer hinter dem Bayern-Tor. Vielleicht können wir das mal einfangen bei Gelegenheit. Dieter Hals versucht erst einmal für Ruhe zu sorgen, nachdem die Bayern da sehr flott beginnen. Aber die Bremer hatten das nicht anders erwartet. Maximow zum Glück, ein so guter Fußballer, von Beginn an mit dabei, nach den Verletzungsproblemen, die er zuletzt wieder einmal hatte.
Klasse, die Werder-Fans. Sie spüren, die eigene Mannschaft braucht in der Anfangsphase akustische Unterstützung. Links. Andi Herzog gegen Tanat. Rares. Vicky. Und nicht im Abseits. Nicht im Abseits und ausgerechnet er, den ich angesprochen habe, Juri Maximow. Toll angespielt von Christoph Dabrowski. Was nützen den Bayern die ersten zwei Minuten, wo sie zeigen wollten, wer Herr im Haus ist, wenn die erste Chance von Werder genutzt wird? Schauen Sie nochmal genau hin. Wie ich gesagt habe, keine Abseitsposition. Christoph Dabrowski, der Shootingstar bei Werder Bremen in dieser Saison, ausgerechnet der Youngster, der U21-Nationalspieler, mit toller Vorarbeit. Und Juri Maximow, da legte Thomas Schaaf ja unbedingt Wert drauf, dass er mit dabei ist, mit dem Tor. Genauso haben sie sich das vorgestellt. Und jetzt ein strahlender Henning Schärf. Kein Wunder. Die Wahl und die Eröffnung des Pokalfinales. Für ihn könnte es ja nicht besser laufen. Zuletzt und heute. Wir wollen natürlich auch einen Bonuspunkt, wie es so schön heißt, an Andi Herzog verteilen. Denn von ihm kam das erste Zuspiel. Hier haben wir die Milz. Hier haben sie es nochmal. Und Dabrowski. Und schauen Sie, Ironie des Schicksals. Ausgerechnet Jens Jeremis, dessen Mitwirken ja lange unsicher war, kommt zu spät gegen Maximow. Es gibt diesen klassisch banalen Spruch, aber an der Stelle, meine Damen und Herren, da passt er, ganz egal, wem Sie Ihre Sympathien heute schenken, es kann dem Spiel nur gut tun. Kufur. Janka Scholl, der eben angezeigt hat, ruhig weiterspielen. Effenberg. Kufur. Mario Basler. Basler. Jetzt kommen die aufmunternden Gesänge von den Bayern-Fans und Thomas Schaaf, der sich für Jens Dott als Bewacher von Carsten Janka entschied und der mir vorgeschwärmt hat von Christoph Dabrowski. Und ausgerechnet der einzige echte Berliner auf dem Feld hat dieses Tor vorbereitet mit Dabrowski. Basler. Genialität ist gut, wenn die Mitspieler sie kapieren. Yeah.
Aber das Tor gibt Selbstvertrauen. Werder besser gestaffelt jetzt im Mittelfeld als in den ersten zwei Minuten. Frings, der sich ja als echte Spitze, das musste er ja oft spielen in dieser Saison, nie so besonders wohl gefühlt hat. Jetzt die Position aus dem offensiven Mittelfeld über die Seite, ob rechts wie links, wesentlich besser fehlt. Rempler von Babbel gegen Maximow. Pendant auf der anderen Seite, Scholl mit Seitenwechsel. Trades und Jacka. Und Todd. Dieses Mal im Abseits. Marco Bode, aber gefährliches Spiel, das die Bayern da betreiben. Ich habe es Ihnen ja schon bei der taktischen Aufstellung gesagt. Drei Mann da hinten auf einer Linie, Matthäus davor. Gegen die vermeintlich einzige Spitze von Werder Bremen, gegen Marco Bode. Das Erfolgskonzept von Thomas Schaaf in den letzten Spielen. Und Maximow kommt als einer der Spieler aus dem Mittelfeld gelegentlich nach vorne beim Tor. Ein exzellenter Schachzug. Jetzt hat. Das Spielchen werden wir heute noch öfter sehen. Abseits ja oder nein, das scheint mir die zentrale Frage dieses Spiels zu werden. Basler sagte, ich entziehe mich bestimmt geschickt der Bewachung von Wiedener, gehe auch mal ins Mittelfeld, dann kann Babbel über die rechte Seite kommen. Geschützt von Andi Herzog. Ja, moniert nicht gegen diesen Pfiff, sondern gegen eine Szene zuvor, wo es ihm ähnlich erging. Schauen wir uns noch mal in aller Ruhe das Tor an. Christoph Dabrowski passt zu diesem Saisonverlauf und Juri Maximow. Schauen Sie mal auf die Bank, Bogdanovic. Da sagt man immer was von Bankdrückern. Denkste. Und sie wieder abseits moniert. Und es war wieder keines von Maximow. Und als
Zock. Clever gespielt auf links. Erstaunlich, mit welch einfachen Pässen die Bayern-Hintermannschaft in den ersten 13 Minuten auszuspielen ist. Hat. Jacka. Zweikämpfe mit Haken und Ösen von beiden Seiten zwischen Jacka und Todd. Otmar Hitzfeld ist das Tempo im Bayern-Spiel entschieden zu langsam. Er ist an die Seitenlinie geeilt. Ich habe schon einige deftige Worte an die Adresse der eigenen Spieler. Scholl. Jacka und Todd. Was ich Ihnen gesagt habe, Jacka zupfte ihn sicherlich zuerst am Trikot, dann kam das Foulspiel von Todd und das hat er gepfiffen. Mit aus diesem Grunde hat er einen der routiniertesten mit Jens Todd in seinem letzten Spiel für Werder Bremen gegen Jacka gestellt. Thomas Schaff. Wollen wir zu viel versprechen? Ideale Distanz für Basler. Kommt der erste Kunstschuss. Scholl und Babbel, die Lückenspione in der Freistoßmauer von Werder. Reaktion bei Rost. Mittelfeldspieler Matthäus. Ähnliche Rollenverteilung wie im Champions League-Finale. In der Szene zuvor Zusammenstoß mit den Köpfen zwischen Marco Bode und Thomas Linke. Wir haben die Szene nochmal. Effenberg. Remis hat er geschickt sich ausgedacht, den Ball durchlaufen zu lassen für Jacka. Josef Webers aus Aachen hat das Foulspiel von Wiedner, so hat er gesehen, sofort angezeigt. Und Thomas Strunz sieht, so wie wir alle, jetzt den Freistoß dabei.
was für ein Luftloch von Trares. Tarnat. Herzog und Jermis. Janka. Herr Webers zeigt an, hinter der Torauslinie. Rost wollte es anders gesehen haben und völlig überflüssig. Was macht Mario Basler hier? Absolut unnötig. Gelb gegen Janka. Gibt's doch nichts zu diskutieren. Schiedsrichterassistent hat er angezeigt. Ball hinter der Torauslinie. Rost hat ihn da sicherlich ein bisschen lange gehalten. So, jetzt warten wir die Szene noch ab. Dann bringen wir mal Aufklärung rein. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Also, Janka sah gelb, Rost sah gelb. Und was die Bayern monierten, ganz klar. Wenn er im Spiel gewesen wäre, der Ball, wenn er nicht hinter der Torlinie gefangen hätte, schauen Sie mal, wäre das Rückgabe zum Torhüter gewesen. Aber die Szene war völlig überflüssig. Effenberg. Aber ich sag's gerne nochmal, die einzigen Irritationen, was die Ordnung im Spiel betrifft, gab es bei Werder in den ersten 2-3 Minuten. Mit dem 1:0 kehrte Sicherheit ein, begünstigt durch das relativ langsame Tempo im Spielaufbau bei den Bayern. Effenberg, Trares, hervorragend aufgepasst. Tarnat. Effenberg und Jeremis. Trares. Ein Luftloch und vier gute Szenen bisher. Bilanz des Werder Liberos. Matthäus. Wo sind die Überraschungsmomente? Tarnat. Janka. Und Vicky, der Schweizer.
Herzog. Juri Maximow wäre angespielt worden, aber zuvor Foulspiel und gepfiffen zurück. Gerade Ball Matthäus gegen Andi Herzog. Vor. Jeremis. Scholl. Jeremis. Sind es erste Sorgen oder schon Zornesfalten auf der Stirn des Generals, wie sie ihn mittlerweile in München nennen? Kann passieren. Andi Herzog, dessen Eltern heute Mittag angetroffen sind. Thomas Schaaf, er blickt auf die Werder-Uhr. Andi Herzog im Übrigen, habe ich feststellen können, hat immer noch die Uhr, die Uli Hoeneß zum Abschied von den Bayern geschenkt hat. Als. Oh. Mit ostfriesischer Raffinesse, Dieter Als. Ein Stück Werder-Geschichte. Auch hier völlig richtige Entscheidung von Aust. Andi Herzog, der da eben noch eine mitbekommen hat von Thomas Linke. Der Ball schon in eine andere Richtung lief. Schauen wir erst noch mal diese Szene an. Da haben wir es noch mal. Aber Linke ist hier wirklich keine Absicht zu unterstellen. Ich glaube, Sie haben eindeutig gesehen, er wollte den Ball spielen, hat unglücklich Andi Herzog getroffen, aber ich hoffe, dass er bald wieder mit dabei ist, hat sich so sehr gerade auf dieses Spiel gegen die Bayern gefreut. Wer bitter. Marco Bode. Herzog immer noch außerhalb des Feldes, aber 10 Bremer im Ballbesitz und mit dieser Chance. Klasse gemacht von Wiedener. Wie hieß es da vorher? Er kann nur zerstören, wird mit der Basler Bewachung genügend zu tun haben. Und dann diese Szene in der Offensive von André Wiedener. Herzog im Übrigen gleich wieder im Spiel. Basler. Es kommt kaum mehr, wenn es in die Nähe des Werder 16 Meter Raums geht. Ein Zuspiel bei den Bayern präzise. Dabrowski. Drei simple Züge. Unglaublich. Immer wieder ausgerechnet André Wiedener, der merkt,
in der Defensive bei Weitem nicht so beschäftigt, wie ihm das die Auguren vorher prophezeiten. Mit dieser tollen Szene. Die Bayern mit 10 Querpässen und dann die Werderaner mit 3 Pässen, die die Hintermannschaft der Bayern sezieren. Wieder lag der Ball zunächst auf dem falschen Fuß, war sein Pech. Im Gegenzug nach Tarnats Flanke, Frank Rost. Linke, Scholl. Aber in Strafraumnähe sofort 3-4 Werderaner beim Ball für den Bayern-Spieler. Es wird immer enger. Gegen Maximow. Schauen Sie, haben Sie leider nicht im Bild gesehen. Aus sorgt dafür sofort Shake Hands zwischen beiden. Gefällt mir, dass er zunächst versucht, die Gemüter zu beruhigen mit gelben Karten, was das Foulspiel anbelangt. Geizig zu sein. Ich wünsche ihm, dass es die richtige Linie ist. Einigen Szenen abseits des Balles zu sehen. Andi Herzog doch leicht angeschlagen. Jeremis. Bernhard Rares. Die Ex-Löwen unter sich. Humpelt gewaltig, Andi Herzog, Effenberg, wieder Trares. Was war dies? Ich glaube, das Entladen einer ganzen Menge Frust bei Andi Herzog. Im Übrigen hat Ottmar Hitzfeld, Wink mit dem Zaunpfahl, Ali Dai zum Warmmachen geschickt. Hinter dem Bayern-Tor. Und Maximow. Wieder nicht im Abseits. Marco Bode. Frings ausgerutscht. Vicky. Scholl. Und Stefan Effenberg, kleines Verbalduell. Aber der Schiedsrichter ist sofort bei ihnen. Sie versuchen mit Härte jetzt Andi Herzog, der Seele des Werder-Spiels, dem Spielmacher, sehen Sie ganz deutlich den letzten Schneid abzukaufen. Scholl. Schön, dass er sich nicht hat fallen lassen. Gegen Frings. Der korrekt den Ball gespielt hat. Basler. Schön gespielt. Und Effenberg. Erste richtig durchdachte Szene bei den Bayern seit langem. Was nutzen mehr Feldanteile, wenn die klaren, zwingenden Chancen fehlen? Und Jeremis. Aber zu spät erkannt, was Basler vorhat. Oh, Basler gegen Herzog. Oh, Bayern. Wenn wir die Szene nochmal haben, warum ist der Mario Basler nur so geladen in diesem Spiel? Weil es gegen Werder geht.
Jetzt muss er gewaltig aufpassen. Aust, es gibt die nächste Gelbe. Zunächst gegen Effenberg und dann gegen Basler. Effenbergs Attacke. Er mag noch so sehr sagen, war gedacht für den Ball, aber sie kam von hinten. Schauen Sie sich das an. Selbst der objektivste Betrachter muss sagen, Glück für Basler, dass es bei Gelb geblieben ist. Hat er doch nicht nötig, ein so guter Fußballspieler wie Mario Basler. Maximow. Ich wünsche dem Spiel, dass Schiedsrichter Aust im richtigen Moment noch die Gelbbremse gezogen hat, um die Emotionen aus dem Spiel zu nehmen. Basler. Herzog auf Bode gegen Kofur. Dürfte gar nicht an den Ball kommen, der Marco Bode. Verlegenheit, sonst war ja keiner mit dabei. Matthäus. Basler auf der Stammposition. Und Janka. Babel. Alles korrekt dieses Mal von Basler, gibt es nichts zu deuteln. Effenberg. Und Basler. Zahnert. Ottmar Hitzfeld wird in Kürze reagieren. Ich habe ja schon gesagt, Ali Dahi hat sich warm gemacht. Und er wird auch ins Spiel kommen, noch in der ersten Halbzeit. Jeremis geht vom Feld. Hitzfeld sagte, ich probiere es mit ihm. Er wollte unbedingt dabei sein. Nein, er holt Jeremis nur an die Seitenlinie, um ihm Anweisungen zu geben, was jetzt, was die Ordnung anbelangt, zu geschehen hat, und nimmt Kufur vom Feld. Richtige Entscheidung aus der Sicht von Ottmar Hitzfeld, der da Jeremis zu sich holte, dann aber Kufur vom Feld nahm, denn mit Marco Bode gibt es ja eigentlich nur eine einzige echte Spitze, drei Mann stehen da hinten. Wir werden gleich sehen, was er Jeremis ins Ohr geflüstert hat. Immer noch Zwiesprache zwischen Jeremis und Hitzfeld. Jeremis in jedem Falle weiter nach hinten gerückt. Nidai und Janka jetzt vorne, zwei Spitzen drin. Dazu noch Basler und Scholliver außen und Linke. Dahi auf Janka.
Sami Kufur, der Leidtragende. Aber man muss ehrlich sagen, wenn bei Bremen was Gutes offensiv kam, kam es vorwiegend über seine Seite. Dort steht jetzt Jeremis. Hier haben sie. Frings. Leichtfertiger Ballverlust gegen Janka und ganz klar gelb auch gegen Trades. Jürgen Haus, der versucht ja eine halbe Stunde lang die Spieler an der langen Leine zu lassen. Janka, natürlich im Flug, so meint Trares nicht unbegabt, das wissen wir, aber ich glaube, er hat ihn schon getroffen. Basler Effenberg, kurzes Abspielen von Effenberg auf Basler wohl. Fahrrad soll das Loch freisperren. Matthäus. Kaum an Als vorbei, schon zwei andere da. War schön zu sehen. Solche Dinge zwischen Bode und Matthäus werden auf dem kleinen Nationalmannschaftsdienstweg erledigt. Mario Basler. So sehen wir ihn gerne, so schätzen wir ihn und ich glaube, die Mehrzahl der Fußballfans in Deutschland liebt ihn auch so. Mutterseelen allein in der Sturmmitte. Hat Wickel zu spät gesehen. Dabrowski, ja im Übrigen jetzt gegen Dai Mandecker. Aus dem Mittelfeld nach hinten gerückt und Effenberg. Fast ein bisschen schade, dass Dabrowski da jetzt geopfert wird für die Hintermannschaft.
Denn in der Anfangsphase setzte er wirklich gute Akzente im Mittelfeld. Noch vor der Pause wird Thomas Schaaf reagieren. Das ist der Grund. Der levierte Oberschenkel von Andy Herzog. Dann könnte ich mir vorstellen, kommt Dabrowski wieder ins Mittelfeld und Wojtala wird wohl Mandecker gegen Ali Daei spielen. Hier haben Sie die beiden. Hier kommt der Wechsel. Pech für Andy Herzog, aber Wojtala kommt für ihn. Herzog, der ja dafür gesorgt hat, dass ein Zeitungsspruch von Mario Basler, ein zweiter Platz ist auch ein schöner Platz für Werder Bremen, aufgehängt wird in den Mannschaftsräumen von Werder Bremen. Vielleicht auch das der Grund, warum Mario Basler solche Emotionen gegen den Österreicher entwickelt hat. Effenberg. Matthäus. Effenberg und Janka. Carsten Janka. Das Spiel begann mit einem Feuerwerk von Seiten von Werder Bremen und die erste Halbzeit endet mit gleichnamigem von Seiten des FC Bayern. Alles wieder pari und offen. Zum ersten Mal haben sie mit Spielintelligenz die Hintermannschaft von Werder Bremen ausgetrickst und wir schauen noch mal ganz genau hin. Schauen Sie, Zuspiel von Matthäus geschickt auf Effenberg und jetzt nicht im Abseits Carsten Janka. Und der lässt sich schon aufreizend lange Zeit und genau im richtigen Moment macht er cool, so wie er es unter Hitzfeld gelernt hat, den Ausgleich. Als hatte da keine Chance mehr heranzukommen. Für das Spiel, meine Damen und Herren, und für uns alle, glaube ich, ein goldrichtiger Spielstand zur Pause. Aber noch ist ja nicht so weit. Vicky. Immer wieder Maximow. Das Stilmittel von Werder, mit dem die Bayern am wenigsten anzufangen wussten. Die ungewöhnliche Sturmformation in Anführungszeichen, aber ich habe es ja gesagt, sie haben sie unter Schaaf die letzten Spiele bestritten. Mit Maximow als gelegentlichem zweiten Stürmer neben Bode. Mit sehr guter Ordnung nach den ersten drei Minuten in Hintermannschaft und Mittelfeld und aus dieser Abwehrformation heraus gelegentlich wirklich präzisen, einfachen Pässen haben sie die Bayern ganz schön verwirrt. Wesentlich mehr Feldanteile sicherlich bei den Münchnern, aber was nutzt dies? Zählbar nur ein Tor. Matthäus. Beckenbauer schlänzt auf Effenberg, wunderschönes Direktspiel. Und Jack. Zwei herrliche Tore. Bode. Jeremis. Janka. Ali Daei. Sie haben es ja vorher gesehen. Hitzfeld. Also ob er Kufur trösten wollte. Und ihm sagen wollte, ich musste reagieren und deshalb musstest du raus. Vicky. Schade, dass das Spiel jetzt in die Pause geht, denn jetzt wird es richtig gut. Effenberg. Ihm können wir nur wünschen, dass das in der zweiten Halbzeit so weitergeht wie die letzten Minuten mit spielerischer Klasse und die Nerven dicker werden auf beiden Seiten.
1:1. Der Spielstand, meine Damen und Herren, den sich viele gewünscht haben, aber Sie sehen an den Diskussionen, ungewohnt emotional die ansonsten so coolen Bayern. Und er war der Spieler der ersten 15 Minuten, Juri Maximow, der Ukrainer. Auf eine hoffentlich auch spielerisch noch einmal gesteigerte zweite Halbzeit. Jeremiah Pasler. So wäre es ja eigentlich sein Job über außen. Maximow. Warte. Pasler. Scholl. Frings. Geht genauso los wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Eppenberg. Nade. Er will endlich auch deutscher Pokalsieger werden. Champions League. Deutsche Meistertitel, alles schon gewonnen, Ottmar Hitzfeld. Aber Pokalsieger war er bisher, das allerdings dreimal nur in der Schweiz. Alidai, das neue Paar, also jetzt mit Voitala. Hier das andere, mit Todd und Jan. Pasler. Wieder Basler. Und eins. Bayern voll mit Effenberg in Anfangsphase der zweiten Halbzeit mit Vorchecking. Erneut von Erfolg gekrönt. Er ist wieder da, Stefan Effenberg. Kein Wunder, dass die Fans hier Zugabe fordern. Und der Balljunge verdutzt die wir alle. Travis. Oh, nicht aufgepasst hat auch wieder nach Basler. Also im verblickten Fuß zu weit nach vorne gesprungen. Jetzt sind die Intimfeinde beieinander. Hier haben sie Wiedener. Und Basler stammt schon aus dem Pokalfinale, als Mario Basler in der zweiten Halbzeit damals noch für Werder ausgetauscht wurde. Da kam Wiedener für ihn. Dann sagte der auch nochmal, als Basler mal bei Werder nicht dabei war: Wir sind auch ohne Basler eine gute Mannschaft. Seitdem gibt es gehörige Animositäten zwischen den beiden. Auf Dai, der geschoben hat gegen Wolter. Völlig richtig. Entschieden von Aust.
könnte das Abschiedsspiel von Ali Daei beim FC Bayern sein. Aber nicht das letzte Spiel von ihm im Berliner Olympiastadion, wenn er tatsächlich doch noch zur Hertha BSC wechseln sollte. Fricks. Auch hier für mich Proteste zu Unrecht von Michael Tarnatz. Korrekt, Freistoß für Werder nach Foul an Thorsten Fricks. Schulter, das ist das Bild vom Moldawien-Spiel. Nur getaped. Ausgerechnet auf diese wieder gefallen. Gut aufgepasst von Todd gegen Janka. Von einer Szene abgesehen vom Tor spielt Todd eine gute Partie gegen Carsten Janka. Hier am Ball. Matthäus. Schien uns so, als hätte ihn Hitzfeld zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst weiter nach hinten beordert. Aus dem Mittelfeld erstmal nach hinten. Erst jetzt zum ersten Mal offensiv. Linke. Nach dem Motto, wer knackt als erster den Bremer Safe? Dabrowski. Aber Thomas Schaff gefällt das nicht. Zeigt an, Jungs, nicht nur hinten reinstellen, auch wieder spielerische Akzente setzen. Aber da fehlt halt jetzt Andi Herzog in dieser zweiten Halbzeit. Jeremis. Und Thorsten Daei. Aber kaum spielen die Bayern zu Beginn der zweiten Halbzeit über außen, ist ein Wiedener da auch verwundbar, der kaum beschäftigt war in der ersten Halbzeit, sei es durch Basler oder wie hier durch Babbel. Daei vor Voitala. Thomas Schaff zeigt schön an, sie müssten weiter nach vorne gehen. Lassen sich reindrängen hinten von den jetzt sich spielerisch steigernden Bayern in der zweiten Halbzeit. Vielleicht jetzt. Knapp im Abseits Marco Bode. Bisschen zu spät das Zuspiel von Dabrowski. Wir haben sie es nochmal schön. Aber er bleibt Werder Trainer. Willi Lemke hat dies eigentlich bestätigt vor dem Spiel. Wieder Babbel. Abgefälscht.
Deshalb so gefährlich zu berechnen, dann herauslaufen für Frank Rost. Aber wenn es gefährlich wird, dann mit Ali Daei, mit dem ganz offensichtlich Hitzfeld doch einen Glücksgriff getan hat. Sehen Sie, er wäre rangekommen, wenn der Ball normal zur Mitte geflogen wäre, aber dadurch, dass er so tückisch abgefälscht war. Probleme für Rost. Ansonsten bisher gut gehalten. Gidalz. Maximow im Übrigen jetzt in der Herzog-Position, aber noch ohne die entscheidenden Ballkontakte. Hier haben Sie es, Lothar Matthäus eindeutig defensiver eingestellt in der zweiten Halbzeit als in der ersten. Gerutscht. Als Marco Bode als Alleinunterhalter, die Rolle kennt er. Als besorgt, finde ich schön, um die Schulter von Jeremis und das war's dann. Jetzt geht's endgültig nicht mehr. Wenn er nicht so drauf bestanden hätte, und der Arzt nicht das Okay gegeben hätte, hätte er auch nicht gespielt. Thorsten Fink kommt in Kürze in die Mannschaft. Jens Jeremis verletzt, ausgeschieden in diesem Spiel. Genauso bei Jeremis wusste man das vorher schon nach seiner Schulter-Eckgelenkssprengung aus dem Moldawien-Spiel wie Andi Herzog mit einer schweren Oberschenkelprellung. Aslan Scholl. Wesentlich entspannter. Glücklicherweise die Atmosphäre in dieser zweiten Halbzeit. Bestes Beispiel als Unschuld. Effenberg, alleiniger Spielgeschalter aufgrund der Rückwärtsorientierung von Matthäus in der zweiten Halbzeit. Ares dieser Szene wieder gut postiert. Fehler von Dabrowski. Da kann so einem jungen Spund natürlich schon passieren. Wieder Ali Daei. Aber Todd macht das nach wie vor gut gegen Janka. Als.
schadensfrei. Babbel. Andi Herzog. Eltern heute Mittag angetroffen. In einer Woche ist Hochzeit angesagt. Vor auf dem Fußballfeld. Ich denke da nur an die Ösi-Schlappen gegen Israel und Spanien. Läuft es derzeit wahrlich nicht gut für ihn. Vielleicht Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Von hier oben haben wir ja die Chance, Thomas Schaaf immer zu verfolgen. Also das ist nicht im Sinne des Erfinders, des taktischen Erfinders. Permanent an der Seitenlinie. Janka. Effenberg. Aber selbst Ottmar Hitzfeld verteilte Komplimente an seine Adresse, nicht nur weil er Werder vom Abstieg bewahrt hat, sondern er sagte, das ist schon ein Schlitzohr, der Schaaf. In der ersten Halbzeit hat er es ihm bewiesen. Hat er gut gemacht, Jürgen Aust, hat gewartet. Gibt es einen Vorteil oder nicht, als er gesehen hat, könnte keiner mehr sein, hat er gepfiffen. Grades. Maximov. Fahne war sehr spät oben von Josef Evers. Bin ich mal neugierig. Schauen Sie, im Moment der Ballabgabe. Schlechtestenfalls Bode in der Mitte, aber passiv. Also, erste Fehlentscheidung diesbezüglich für mich in diesem Spiel, aber sei Ihnen verziehen, erste Halbzeit immer richtige Entscheidungen. Alidai. Als. Werden wieder ein bisschen stärker, die Bremer. Wieder, ne? Maximov. Als. Auch dieses Mal wieder, wieder, ne? So wird er nicht Ehrenmitglied bei Werder Bremen. Josef Evers. Schauen Sie. Nächste Fehlentscheidung. Auch der nicht im Abseits. Und das war sogar noch ein bisschen deutlicher. Trares. Effenberg. Wurde weggerutscht.
Schiri dai. Maximow genau auf Janka. In den Rücken von Scholl. Matthäus. Effenberg. Immer wieder eins. Seine Routine in diesem Finale unbezahlbar. Mit dem Ausscheiden von Andy Herzog ist jegliche Hektik im Übrigen im Spiel verflogen. In der ersten Halbzeit zumindest 20 Minuten lang ein Pokalfight, jetzt fast ein Freundschaftsspiel. Spiel mit Bubble. Oh, Maximow darf ihm nicht unter der Sohle durchrutschen. Effenberg. Basler und Jacka. Und Marco Bode. Marco Bode, der Lieblingsspieler jedes Fußballfans, nicht nur in Bremen. Ohne Färbung der Haare, ohne Handy, ohne all dies, ein klasse Fußballer. Vielleicht gerade deshalb. Matthäus. Foul von Dicky. Und sofort Shake Hands. Und Gelb gegen den Schwarzen. Sicherlich ein Foulspiel, aber natürlich auch schon spektakulärer Flughecht von Lothar Matthäus. Ändert nichts an der richtigen Entscheidung. Juri Maximow. Oh, Matthäus auf 1! Und Matthäus schimpft Kahn, was gehst du da vor, sagt er. Und Kahn revanchiert sich bei Matthäus. Gott sei Dank, dass er weit weg ist, sonst ging es ihm wie Andy Herzog. Oh, schauen Sie sich das an. Da geht der Kahn auf den Matthäus, der irritiert war, ob der Attacke, in Anführungszeichen, von Kahn und deshalb der Fehlpass von Matthäus. Und als das wäre ein Ding gewesen. Wenn er den richtig trifft, der Dieter Alz, dann ist er drin. Was für ein Gesichtsausdruck. Animalisch. Kahn hat sich immer noch nicht beruhigt. Was ist das für ein Typ, der Oliver Kahn? Butterweich nach innen, so kennen wir ihn als Menschen, und knorrig, um es vorsichtig zu formulieren, nach außen. So, Thomas Schaaf zeigt an, nächster Wechsel, Bogdanovic, er muss was tun für die Offensive, hat er natürlich erkannt, kommt in die Mannschaft. Er hat eine klasse Saison gehabt, Christoph Dabrowski, einer der Lieblingsschüler von Thomas Schaaf zu Recht und der Berliner, dessen Eltern, die ja immer noch in Schöneberg wohnen, heute das Spiel mitverfolgen, wird gefeiert von den Werder-Fans. Bogdanovic mit starkem Saisonbeginn, zuletzt schwächer. Vicky. Klasse gespielt auf Bode. Aber nachdem die Bayern in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit die spielbestimmende, auch spielerisch bessere Mannschaft waren, ist Werder wieder da, auch diesbezüglich.
wieder beruhigt. Und Matthäus möglichst weit weg von ihm. Arcobolo. Ist eine andere Rolle, die er spielt bei Werder Bremen als in der Nationalmannschaft, wo er weitgehend über die Außenposition kommt. In Bremen auf allen Sturmpositionen zu finden. Oft ja Alleinunterhalter, jetzt unterstützt von Bogdanovic. Stürme Attacke von Effenberg. Sofort abgespielt. Bode. Babel jetzt wieder ein bisschen nach hinten gedrängt, nachdem er über weite Strecken der zweiten Halbzeit fast rechts außen gespielt hat. Linke. Dieses Mal tanzt er ihn aus, den Dieter Hals. Immer Mitte einer Halbzeit kommt die Hektik auf. Liegt es an der Berliner Luft? Was gibt es da zu diskutieren? Sicherlich sprang er mir ein bisschen ins Kreuz. Freistoß, alles halb so wild. Fink. Und wieder nach gegen Basel. Alidai! Brillant gelöst von Wojtala. Emotionen nicht nur auf dem Feld. Und in dieser Szene, die wir zuletzt gesehen haben, kann man nur sagen, klasse Spiel auch von Marco Bode. Haben Sie gesehen, wie der dann den Fehler von Wojtala ausgebügelt hat in der eigenen Hintermannschaft. Basler auf Matthäus. Das kannten wir doch schon. Immer wieder schön anzuschauen. Und tolle Parade, Rost. Und dann löst sich Bode um ein Haar, wäre rangekommen. Zanat. Basler. Und Dai. Aber es bleibt dabei, Dai der Gewinn im Bayern-Spiel, Wojtala ein bisschen die Schwachstelle in der Werder Hintermannschaft. Und Rost eine Back. Maximov, Brares, wunderschön gespielt auf Bode, immer anspielbereit, Marco Bode, klasse Partie, aber der rechte Fuß, gelegentlich schon mal gut, so wie ein Tor in der Nationalmannschaft erzielte, aber nicht immer. Vicky, Maximov, Wojtala wieder mit einem Pluspunkt.
gegen Scholl. Bogdanovic lässt ihn einfach laufen. Janka. Aber Jens Todt verabschiedet sich wirklich mit einer sehr guten Vorstellung, mit dem Wermutstropfen des Ausgleichstreffers durch Carsten Janka von Werder Bremen nach Stuttgart. Tanat. Gut aufgepasst von Frings. Der Lebendigste am Spielfeldrand. Haben Sie ihn im Hintergrund gesehen? Bogdanovic zerrt Linke zu Boden. Wieder Dai und Wojtala, der ihn kein einziges Mal an der Ballannahme hindern kann. Basler. Raum zum Kontern, dauert zu lange. Mit Frings. Als. Oh, das wird Basler wehtun. Ausgerechnet von ihm sogenannten, scherzhaft natürlich, Antifußballer. Wiedener fast klassisch getunnelt. Aber ansonsten Mario Basler viel effektiver, weil er sich aufs Fußballspielen konzentriert. Feindbild in Anführungszeichen natürlich. Herzog war draußen und schon kehrte die Ruhe. Ah, schau an, Wojtala vor Alidai. Maximov, kein Abseits. Dieses Mal goldrichtig entschieden. Bogdanovic, bisschen schwerfällig. Gegen Effenberg. Aber es machen sie prima, die Bremer. Diese Pässe sind es, die uns in der ersten Halbzeit so imponieren. Maximov. Als. Kein Anspiel. Tanat, Scholl. Basler. Zeit zum Flanken. Oh.
Spiel jetzt in der Schlussphase absolut ausgeglichen. Bode im Abseits, dieses Mal korrekt. Alidai vor Voitala. Contrares. Maximov. Zusammen mit Alz um Spielaufbau bemüht. Bode. Wieder Maximov. Genauso fehlerfrei wie Rost, Oliver Kahn und Effenberg. Die Räume werden größer. Kräfte schwinden, deshalb mehr Platz im Mittelfeld. Matthäus. Scholl. Den Wiki-Fehler wieder aus. Voitala. Seitdem Thomas Schaaf noch eingebläut. Wenn sich eine Chance bietet, werde offensiv, du kannst es. Siehe sein Tor gegen 1860. Eines der wichtigsten für Werder Bremen im Münchner Olympiastadion. Wiedener wechselt mit Basler die Seite, wie schon einige Male zuvor. Hier sehen Sie die beiden in der Bildmitte. Leichte Unsauberkeiten beim Freistehlen und Ottmar Hitzfeld bringt Salihamidzic. Er war unter dem Strich ein gutes Spiel macht. Denken wir nur vorher an seine tolle Flanke mit dem Seitenwechsel auf Marco Bode. Scholl. Abbe. Basler jetzt bei Wiki. Aber sie stellen die Außenpositionen jetzt wieder wesentlich besser zu, die Bremer. Ab Mitte der zweiten Halbzeit, nachdem dies eine Schwäche zu Beginn der zweiten Halbzeit war. Mehmet Scholl aus dem Spiel, aber war für Mehmet Scholl ja schon eine grandiose Leistung, dass er von Beginn an in diesem Pokalfinale wieder mit dabei war und zuletzt er wirklich gut gespielt hat, auch gegen Moldawien. Bayern beweisen, dass sie doch was an ihm verlieren würden. Alidai. Fink.
Anker. Frings. Bisschen zu steil. Aber Vicky macht das glänzend gegen Tarnath. Ja, Fußball spielen kann er. Ja, doch ein bisschen ungerecht beurteilt, der Schweizer. Man bedenkt nicht seine Jugend mit erst 22 Jahren. Trares. Danke. Sajevicic. Schön mit Pabe. Und Rost. Klasse von ihm. Matthäus. Ruhiger Trainer, engagiert bis in die letzten Haarspitzen. Thomas Schaaf. Janka. Maximov. Bode, was ist er gelaufen? Foul von Nicke. Aber auch da gibt es kein Meckern, kein Lamentieren bei Marco Bode, es gefällt mir. Drares. Thanks. Hätte mehr Zeit und Ruhe gehabt. Rares. Sind ja berühmt, seine Distanzschüsse. Mein erstes Pokalfinale und es gehört leistungsmäßig wahrlich auf die Habenseite bei Bernhard Rares. Wer weiß, erst in 2 Minuten und 10 Sekunden beginnen für die Bayern die Minuten von Barcelona. Scherzhaft sagten sie ja vorher zu Ottmar Hitzfeld, die Bremer. Ab der 90. Minute seid ihr verwundbar. Erst mal Effenberg. Trares. Kerze im unrechten Moment. Hat. Janka und das wäre es gewesen. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, wer da auftaucht da vorne, man glaubt es ja kaum. Lothar Matthäus. Ganz sicher, so wie er nochmal bestätigt hat in seinem letzten DFB-Pokalfinale. Zu Beginn der zweiten Halbzeit defensiv. Man könnte was scherzhaft sagen, als er Oliver Kahn nicht mehr tragen konnte. Wieder mehr offensiv und beinahe der Matchwinner.
Ich glaube, keinem Fußballfan in Deutschland müssen wir sagen, welche Zeit für die Bayern jetzt beginnt. Die Nachspielzeit. Und Bremen mit Voitala. Das kann man jetzt schon sagen, weil man Thomas Schaaf gerade im Bild hat. Ein Riesenkompliment an ihn. Er hat seine Mannschaft glänzend angestellt. Hat das Optimum aus seinem Spielerkader auch heute in diesem Finale herausgeholt. Wieder Matthäus. Ja, jetzt will er mit Gewalt, will er es wissen. Aber für diese Aktion gibt es Sonderbeifall von Ottmar Hitzfeld, der noch einmal bestätigt hat, er bleibt definitiv Matthäus bis zur Winterpause. Dann aber wird er auch so gut wie sicher gehen nach Amerika. Lothar Matthäus mit getrübtem Blick in diesen letzten Minuten, in dieser letzten Minute der Nachspielzeit, hat einen Schlag ins Gesicht bekommen, hat sich an die Seitenlinie orientiert. Und Tarnat, klasse Rost, Frank Rost, eine erstklassige Vorstellung in diesem Pokalfinale. Der, an dem sie früher gezweifelt haben, als er noch die Nummer 2 hinter Reck war. Sie haben ihm kaum die Chance gegeben, sich zu etablieren im Werder-Tor. Zeigt heute, welches Talent er besitzt. Salihamidžić. Müssen fast schon wieder am Ball bleiben. Effenberg. Lothar Matthäus, wenn ich das recht sehen kann, mit Nasenbluten sogar. Geht deshalb jetzt auch vom Feld. Hey, bleibt drin. Ging nochmal kurz zur Seitenlinie. Schauen Sie sich das an. Der alte Mann und die Geschichte dieses DFB-Pokalfinales. Und das mit dem alten Mann meine ich mit dem größten Respekt, den man einem Fußballer nur entgegenbringen kann. Basler. Und Verlängerung. Jetzt werden die Scherzbolde in München sagen, jetzt kann Lothar Matthäus zum Schwiegervater gehen, um sich behandeln zu lassen. Meine Damen und Herren, diese Bilder passen doch wunderschön zu diesem Pokalfinale. Lothar Matthäus, wir haben die letzten Minuten gesehen. Schöner hätte eigentlich ein Geschichtsschreiber-Pokal nicht schreiben können. Genauso Dieter Eils eben. Die große alte Figur auf Seiten von Werder Bremen, auch das sage ich mit vollem Respekt, 34 Jahre alt. Und alles beginnt wieder von vorn mit Kahn und Dieter Eils bei Jürgen Aust. Es war eine Gratwanderung auch für den Schiedsrichter, der sich sicherlich vorgenommen hatte, Nervenspiele zu berücksichtigen in dieser ersten Halbzeit. Er hat es lange ausgereizt, auch die Spieler. Und die Gelben kamen im rechten Moment und er hatte das Glück des Tüchtigen, dass das Spiel wieder in völlig friedliche Bahnen kam in der zweiten Halbzeit. Im Übrigen, meine Damen und Herren, bei einem deutschen Pokalfinale, sei nochmal gesagt, der Form halber, gibt es kein Golden Goal. Wir sehen die volle Zeit der Verlängerung mit Salihamidžić.
Und man spürt so richtig, wie ihm seine tollen Paraden dem Frank Rost heute Selbstvertrauen gegeben haben. Juri Maximow und Bogdanovic. Von ihm noch nichts zu sehen seit seiner Einwechslung. Viele in Bremen meinen ja, nach der glänzenden Vorrunde, die er spielte, seit der Vertrag verlängert ist, ist er nicht mehr so stark. Im Gegensatz zu Bode. Aus dem Winkel zu treffen, wäre einem Sechser im Lotto gleich gekommen. Finka Validai. Gut gemeint, aber halt doch. Er wird es verstehen und verschmerzen können. Das Zuspiel eines Manndeckers. Matthäus jetzt wieder ausschließlich im Mittelfeld. Könnte ins Auge gehen. Bode. Bogdanovic. Das ist das Problem bei Bogdanovic. Ein Mann für den 16-Meter-Raum, aber um zu spielen, auch Doppelpässe zu spielen, nicht unbedingt der geeignetste. Normalerweise eine Sache für Bernhard Trares. Wieder Bogdanovic. Frings. Und Linke. Abel. Wieder hat es sich gut und im richtigen Moment gelöst. Effenberg und Babbel. Marco Bode. Lasse, Frings. Dort. Tolles Zuspiel, Frings. Kahn.
Beide Torhüter ohne Fehl und Tat. Basler, wollte das wirklich so auf Effenberg? Salihamidzic ausgeruht, denn normalerweise hätte er ja mit Bosnien auf den Faroe-Inseln am Mittwoch gespielt, aber im ersten Spiel der Bosnier vor einer Woche flog er vom Platz und konnte sich das zweite Spiel schenken. Als lässt ihn laufen. Faire Geste von Als. Und Matthäus. Also ich glaube, meine Damen und Herren, jeder objektive Betrachter zu Hause sagt, klasse. Lothar Matthäus, was für ein Solo. Wie in früheren Zeiten, wie bei der Weltmeisterschaft 90. Aber ganz so cool im Abschluss war er dann doch nicht mehr. Zweite Riesenchance. Da wird auch von den Berliner Zuschauern, das kommt nicht nur aus der Bayernkurve mit Lothar Matthäus, Sprechchören, zu Recht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, gefeiert. Dieter Hals im Übrigen angeschlagen. Außerhalb des Spielfeldes behandelt, jetzt wieder mit dabei. Greift sich aber ebenfalls nach wie vor an den linken Oberschenkel. Janka. Zu seiner Ehrenrettung sei es gesagt, muss nächste Woche an beiden Leisten operiert werden, wollte aber sich durchbeißen in diesem Finale. Wenn wir mal das Schaulaufen außerhalb des Spielfeldes verfolgen, so werden die Joker bei ihm, bei Ottmar Hitzfeld, vielleicht Zickler und bei Thomas Schaaf Christian Brandt heißen. Effenberg. Oh, da ist nicht gut postiert. Neuer Ball im Spiel. Gestreckte Bein sah aus bei Janka gegen Prares. Scharf nicht zufrieden mit Bogdanovic. Schon hier ist am Ball. Drei Zurufe, beweg dich mehr. Mehr rogieren, mehr tun.
Wer kommt? Natürlich Basler. Die Laune hat sich deutlich gebessert bei ihm in der zweiten Halbzeit. Von Tana. Basler gegen Vicky. Salihamidžić. Auch wenn sie nicht immer gelingen, die Regieeinfälle von Mario Basler machen in der zweiten Halbzeit und im ersten Teil der Verlängerung Spaß. Maximov, gute Übersicht, Eils und Bode, was er gelaufen ist heute, reicht für den Berlin-Marathon. Aber jetzt werden die Schritte schon schleppender, kein Wunder. Zweimal saß er auf der Bank in einem Pokalfinale, da wurde es nichts mit einem Pokalsieg, zweimal war er dabei und schon hat es funktioniert. Gedacht wäre es gut gewesen, aber Basler zeigt an zu Alidai. Musst du dich früher nach vorne orientieren? Wieder ne? Augenweide die Abspiele von Maximov. Wieder ne? Klasse Fußballer, Juri Maximov. Wieder Ball. Mit viel Lob bedacht von der A2 zurück. Viel Lob von Horst Rubisch. Sicherlich einer der Trümpfe für die Zukunft beim SV Werder. Bisschen früh sogar nach unserer Uhr, aber erste Halbzeit der Verlängerung ist um. In solchen Fällen, meine Damen und Herren, nachdem auch Thomas Strunz jetzt mittlerweile auf die Bayernbank geeilt ist, pflegen Krimi-Spezialisten immer zu sagen, 15 Minuten trennen uns noch vom Elfmeterschießen. So ist das verteilt. Strunz fiebert auf der Bank mit, Helmer sitzt zwangsweise auf der Tribüne. Mehmet Scholl. Hat gut lachen. Hat ihm gefallen.
Bundeskanzler Gerhard Schröder, auch wenn er natürlich bei seiner Gattin wäre ich mir da nicht so sicher. Ich glaube schon, dass die noch Vorlieben für die Mannschaft aus dem Süden hat, mit Werder Bremen mitfiebert. Jürgen Horst meinte vor dem Spiel, das Einzige, worauf ich mich konzentrieren muss, auf das Zählen. Ist das nicht ein schönes Bild? Bei aller Spannung, bei aller Anspannung geht der griechische Wein ins Blut, zumindest auf der Bayernbank. Enger Salihamidžić. Jaka! War kein Elfer, den er da gerne gesehen hätte. Nicht im Mindesten, auszeigt sie man. Genauso wie aus, haben wir natürlich auch nochmal ganz genau gezählt vor dem Schluss dieses Spiels. Brandt läuft sich nach wie vor warm bei Werder Bremen. Zickler natürlich längst wieder auf der Bank. Warm laufen bei ihm hatte ja bestenfalls konditionelle Gründe, denn Hitzfeld hat sein Kontingent ja erschöpft, im Gegensatz zu Thomas Schaff. Maximow. Was er macht am Ball, ist ein Genuss. Auch wenn es gelegentlich brotlos ist, aber schön anzuschauen. Beutala. Dort. Und die Dals. Ja. Wie sagte Otto Rehagel, Ostfriesen allemau. Das war wirklich brasilianisch. Eins. Oldies, but Goldies. Sie haben die größten und besten Chancen. Matthäus hüben, als drüben. Bode, wer sonst? Gegen Linke. Größte Wertschätzung für Marco Bode. Zu schließen aus der Tatsache, dass Effenberg zu Hilfe eilte, aber er kann nicht mehr. War schon vor einigen Minuten abzusehen. Jetzt die Krämpfe so stark, aber eine grandiose Leistung von Marco Bode in diesem Pokalfinale. Und Schaf hat kein Erbarmen, lässt ihn drin. Zumindest noch bei diesem Eckball.
Raffiniert von Trares. Der sah, Kahn geht schon zwei Schritte nach vorn, weil er mit einem Ball in die Nähe des 5-Meter-Raums rechnet. Clever gemacht von Trares. Schauen Sie, Kahn schon auf dem Weg nach vorn. Auch Eils schon wieder am Spielfeldrand. Mit einer neuen Infusion aus der Flasche. Aber Todd, das eine oder andere Mal wagt er sich jetzt nach vorne. Nachdem Janka, ich habe dir die Geschichte dazu ja erzählt, auch schwächer wird. Maximov. Fink auf Alidai. Basler. Zeigt einmal kein Handspiel, war die Brust, aber Ball musste nicht im Publikum landen. Wenn er Pech hat, gibt er dafür Gelb, das zweite Gelb und er ist draußen. Also Jürgen Aust, Sie merken es an dem entspannten Gespräch mit Mario, ist Basler-Fan. Maximov. Und Bode. Thomas Schaaf hat einen neuen Spitznamen. Mr. Gnadenlos nach diesem Pokalfinale. Bogdanovic im Abseits. Aber der ist auch schwer anzuspielen. Ganz anders als Marco Bode bei dieser Spielweise. Aber die Stärken von Bogdanovic kommen natürlich auch bei der Taktik zwangsweise nicht zum Tragen heute. Denkt Thomas Schaaf, indem er Marco Bode auf dem Feld lässt, vielleicht schon ans Elfmeterschießen? Nachdem ja schon Andi Herzog da fehlt. Oh, sehr unglücklich sind die da an die Bande geprallt. Todd und Janka vor allem, Todd. Aber es war im Großen und Ganzen zwischen den beiden ein Duell mit heutzutage erlaubten Mitteln. Aber er wollte sich nicht mal zu Boden fallen lassen, Lothar Matthäus. Schön zu sehen bei der Werder-Spielern, wenn sie den auch nur, also bei unter Denkmalschutzstunde ein bisschen attackieren, Lothar, kommt jeder sofort zur prompten Entschuldigung. Ja, Basler, Wiedener hält er fest und jetzt. Hitzfeld schon erbost. Ohne Basler geht dieses Pokalfinale zu Ende. Meine Damen und Herren, so sehr bitter, dass die letzte Minute ohne Basler läuft, sondern der Elfmeterschütze.
Letzten fünf wollte ich natürlich sagen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, der Elfmeterschütze Basler fehlt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, damit war es auch ausgereizt. So leid es mir tut, ich sehe ihn auch gerne spielen. Aber das musste doch jetzt überhaupt nicht sein gegen Wiedenau. Maximow. Der Schiedsrichterassistent besteht darauf, dass er regelgerecht in die Kabine geht oder zumindest. Ja, er kommt nochmal, der Schiedsrichterassistent. Spricht mit Markus Höring. Ich sage es Ihnen kein zweites Mal, sagt er zu ihm, dem Pressesprecher der Bayern. So sind die Regeln. Wolfgang Friedrichs, der Mann an der Linie. Und Basler will nicht raus. Und Kahn zunächst im Glück, aber dann mit einer sensationellen Reaktion. Was für dramatische Schlussminuten. Und da liegt der Marco Bode vollkommen entkräftet im 5-Meter-Lauf. Er hat bei diesem Spurt zum Tor das Letzte aus sich herausgeholt und ich hoffe, ich wünsche ihm, dass dabei der Muskel dem standgehalten hat. Schauen Sie sich das nochmal an. Unglückliche Reaktion, weil er ihn zu spät gesehen hat. Und Bode setzt alles in diesen Sprint. Sprechchöre für Oliver Kahn von den Bayern-Fans. Wird ihm gut tun, nach all dem, was da war die letzten Wochen. Vicky und Bode kamen auf ihn zu. Und auf der anderen Seite hätten wir fast eine gute Szene verpasst. Also lieber eine Wiederholung weniger, so gut es gemeint ist, um am Ball zu bleiben. Auch der Schiedsrichterassistent vergisst seine Regeln, hat dies notiert, Basler bleibt drin als vom Platz gestellter Spieler. Und genauso auch der Mann, der eigentlich als Ersatzschiedsrichter eingeteilt ist, der da aufpassen soll, Vicky. Der, mit dem er sich da erst richtig angelegt hat, Mario Basler, war Herbert Pfandl, der ja darüber wachen soll und zudem auf dem Bogen auch als Ersatzschiedsrichter steckt. Salihamidžić. Janka! Riesenszene von Carsten Janka. Er hat die Rost keine Chance mehr gehabt. Packender und spannender könnte die Schlussphase nicht sein. Erst Kahn und Bode und dann Janka. Matthäus. Als wolle er allen beweisen, er hat Luft sogar für 120 Minuten. Also der Einzige, der wirklich neben den Schuhen steht in diesem Pokalfinale, ist er, Bogdanovic. Will ihm nicht wehtun, aber es ist nun mal so. Effenberg. Alidai. Absolute Weltklasse, was der Frank Roster heute bietet. Glückwunsch von Eils, der lief extra zurück, um seinen jungen Torhüter, darf man ja immer noch sagen, zu gratulieren.
Das könnte den natürlich erst recht fürs Elfmeterschießen aufbauen, den Frank Rost. Bode, solche Tricks hat er sogar noch drauf, gegen Fink. Neben Rost der Mann des Spiels, Marco Bode bei Werder Bremen. Salihamidžić, Rost fällt, halten Sie am Ball geblieben. Effenberg, immer noch mit Übersicht. Es war alles geboten heute Abend in diesem Endspiel. Pokalhektik in der ersten Halbzeit, glänzende Taktik bei Werder Bremen, vor allem in der ersten Hälfte. Dann spielerische Steigerung bei den Bayern, gute spielerische Elemente in der zweiten Halbzeit. Riesenchancen sogar dann wieder auf beiden Seiten, auch noch in der Verlängerung. Und es entscheidet das Glück oder die Torhüter. Und Rost muntert sogar die Seinen auf. So als wolle er sagen, ich halte schon einen, ihr müsst nur treffen. Schauen Sie sich das an. Früher ja in Zeiten, als er den einen oder anderen Schnitzer beging. Frank Rost eher zurückhaltend. Heute Abend aber heiß. Die kurzen Ärmel sprachen Bände. Andi Herzog, vielleicht auch noch mit den entsprechenden Elfmeter-Tipps. Der fehlt Ihnen natürlich. Und Scharf jetzt schon mit den ersten Gratulationen an Werder Bremen. Wir haben schon so oft gehört heute Abend, meine Damen und Herren. Sicherlich das spielerische Plus bei den Bayern, Mehrzahl der Chancen auch. Aber so wie Scharf seine Mannschaft heute Abend eingestellt hat und wie sie sich präsentiert haben, wenn sie immer so gespielt hätten, wären sie doch nie und nimmer Abstiegskandidat in der Bundesliga. Und wenn wir unten schauen, alle reden sie auf Lothar Matthäus ein, auch Uli Hoeneß jetzt, als wollten sie ihm, ich habe die Geschichte ja angesprochen von damals, zureden zum Elfmeterschießen anzutreten. Aber wir deuten mal alle Gesten von oben so, er zieht nicht recht. Auch Hitzfeld geht noch mal zu ihm, spricht mit ihm, Vier-Augen-Gespräch. Hitzfeld, Matthäus, vielleicht können wir das mal einfangen, klopft ihm auf den Rücken. So, jetzt weiß auch Ottmar Hitzfeld, Lothar wird nicht antreten. Bedauert das natürlich. Salihamidžić wird der Erste sein. Und meine Damen und Herren, jetzt gibt's schon, welche Geschichten schreibt dieses Finale? Eine Neuauflage des letzten Duells jetzt in diesem Spiel. Zwischen Bode und Kahn. Hat er noch die Ruhe in den Füßen? Zuckt da nicht schon der Oberschenkel bei Marco Bode? Nach seiner Glanzleistung heute Abend. Aber er übernimmt die Verantwortung. Ja. 2-1 für Werder, wenn wir alles zusammenzählen. Jetzt Hasan Salihamidžić. Salihamidžić, einer aus der jungen Kessengarde bei den Bayern. Weiß natürlich, wie toll der gehalten hat, er hier, heute Abend. Er hatte die Ecke. Jens Dott. Die Erfahrenen, die Routiniers bei Werder Bremen. Kanon! Aber der war auch schlecht geschossen. Ausgerechnet Jens Todt. Stellen Sie sich das mal vor. Todt in seinem letzten, das war seine letzte Aktion für Werder Bremen überhaupt. Er ließ Kahn die Ecke ahnen, aber der hat auch wirklich gut reagiert. Tot
Trost von Dieter Als für Jens Todt. Das wäre ein vermiester Abschied. Ali Dai für die Bayern. Er war schon wieder dran. Aber der war so scharf geschossen. Nach dieser Elfmeterrunde 3:2 für den deutschen Fußballmeister. Scharf kann ich hinschauen. Er hatte keine gute Aktion heute, Bogdanovic. Ob jetzt beim Elfmeterschießen? Das kann er! Für die Bayern, Michael Tarrant. Drei zu drei, aber die Bayern haben ja noch einen Schuss. Erst dann können wir Bilanz ziehen. Kommt der linke Hammer? Unglaublich. Zum dritten Mal ist Ross dran. Hat zum dritten Mal die Ecke. Andi Herzog sagt ja immer, unser Fäustli, so nennt er ihn, hat Riesenschaufeln, aber sie reichen nicht. 4:3 für Bayern. Raphael Vicky. Er kämpft um seinen ersten Pokalsieg in Deutschland. Ottmar Hitzfeld. Erneut moniert Aust. Der Ball muss richtig, sprich weiter hinten liegen. Junger Bursche, hat er die Nerven? Vicky, der Schweizer. Um es in seiner Sprache zu formulieren, cool hat er das gemacht. Mit Verzögerungsschritt. Thomas Strunz drückt Carsten Janka die Daumen. Sagte nächste Woche 2 Operationen. Bis dahin sagte er, ist ihm alles wurscht. Und das hat man gemerkt bei diesem Schuss. Oh, merken Sie, Griff zur Leiste. Dieter Als. Das Stück Werder-Geschichte kommt zum Elfmeter. Ich würde ihm das wirklich nicht wünschen, dass er jetzt verschießt. Aber wenn er verschießt, ist Bayern Pokalsieger. Das war schon clever und gelassen. Und jetzt kommen die Minuten der Routiniers. Denn jetzt kommt bei Bayern Stefan Effenberg. Fünf zu fünf der Spielstand. Wenn Effenberg trifft, dann hat er sicherlich mit Lothar Matthäus, der Spieler der Saison bei Bayern, seine Mannschaft zum Pokalsieger gemacht. Kurzer Anlauf. Alles wieder offen, ausgerechnet Effenberg. Das einzig Positive, dass man diesen Elfmeter abgewinnen kann, er hat sich nicht gedrückt. Und sie fangen schon wieder an, auf Lothar Matthäus einzureden.
das Torhüterduell des Abends. Wir haben es schweigend genossen. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit. Rost hat getroffen, Matthäus kommt. Er muss treffen. Der SV Werder Bremen ist deutscher Pokalsieger, meine Damen und Herren. Aber ich glaube, alle Werder- und Bayern-Fans fühlen mit Lothar Matthäus. Sein letzter großer Auftritt und der verständliche Jubel bei Werder Bremen. Uli Hoeneß, was mag er für Gedanken haben? Dieter Alz, es schien schon verloren, aber es passte zu diesem Spiel. Das Rost, der überragende Mann in diesem Spiel, den letzten hält. Und Effenberg und Matthäus, ausgerechnet die Litfaßsäulen des Bayern-Spiels, umgekippt sind im Elfmeterschießen. Es war beim Anlauf schon zu sehen, er hat sich ganz offensichtlich, die Ecke war zu leicht zu erkennen, diese Ecke ausgesucht. Rost. Der ohnehin, er hat sich diesen Elfmeter verdient, das muss man wirklich sagen, denn er hat auch bei den anderen Elfmetern fantastisch reagiert. Aber so einen Abschied von der deutschen Fußballbühne im Pokalgeschäft, wohlgemerkt, hatte sicherlich keiner dem Lothar gewünscht. Und da wird es heute Abend bei Andi Herzog natürlich Balsam auf die österreichischen Wunden nach 14 Gegentoren in zwei Länderspielen geben. Aber ich befürchte fast auch Gedanken bei Lothar Matthäus, doch sofort aufzuhören. Endspiele sind in dieser Saison auch nicht seine Welt. Ottmar Hitzfeld, aber was kann er dafür? Wir gratulieren von Herzen dem SV Werder Bremen für eine taktisch erstklassige Vorstellung zum Pokalsieg und vor allem Frank Rost zu einer absoluten Klassepartie. Die Bayern aber werden sicherlich auch diese Niederlage verschmerzen. Der souveräne Gewinn des deutschen Meistertitels ist ganz gewiss ein Trost. Das ist der Winner des heutigen Abends, Frank Rost. Das Glück, das war sein Motto in seiner Karriere. Kommt zu dem, der warten kann. So war es hinter Oliver Reck. Dann die ganzen Fehler, die ihm unterlaufen sind, die er selbstkritisch sogar alle zugegeben hat, sind alle vergessen. Dann wurde ihm teilweise sogar Stefan Brasas vorgezogen. Und heute Abend ist er, man soll ja da vorsichtig sein mit solchen Ausdrücken, aber im Pokal gibt es halt nun mal diesen Titel, dieses Prädikat, und für ihn ist es ein Prädikat, ist er der Held. Und ich weigere mich, als Lothar Matthäus vom Verlierer zu sprechen. Muss ich ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, das hätte er nicht verdient. Und schauen Sie, so muss es sein, und das imponiert mir, wie die Bayern gratuliert haben. Ich habe schon mal gesagt, wie sie nach oben gehen, wie auch Herr Mario Basler wieder lacht. Ich könnte mir vorstellen, dass nach Champions League-Finale und dem heutigen Finalspiel im DFB-Pokal nicht nur mit Roman Herzog und Gerhard Schröder, alle Fußballfans in Deutschland das mit der Schadenfreude vergessen und sagen, Werder Bremen ist ein großer Gewinner dieses DFB-Pokalfinales. Aber die Bayern waren zweimal auch große Verlierer. Und gerade von den sogenannten Überbayern kann man damit heute auch ein bisschen Menschlichkeit rühmen und vielleicht auch bei den Fans erwarten. Bayerns Ministerpräsident wagte es nicht, Jens Jeremis auf die ledierte Schulter zu klopfen.
während die Werder-Spieler verdientermaßen ihren Triumph feiern. Aber schauen Sie sich das an. Miguel Tarnat, der natürlich weiß, wer weiß, wann kriegt er mal wieder so eine Chance, wenn Lisa da so fit ist. Eber Diepken, Lothar Matthäus und Oliver Kahn, ganz kurz abgewehrt. Der Trost des Bundespräsidenten, ist es wirklich ein Trost für zwei ganz große vergebene Chancen und diesen Elfmeter? Was für eine Story heute. Lothar Matthäus mit ledierter Nase und mit den Chancen, die Sie alle gesehen haben. Zweimal in einem Pokalendspiel in der Verlängerung, einmal für Gladbach und einmal für Bayern, hat sie ihn getroffen. Mit seinen Assistenten Volker Kohl. Ausgerechnet unseren Rekordnationalspieler. Pfiffe sind eigentlich für das Schieds- und Schiedsrichterassistenten gespannt. Unangebracht waren auch nur vereinzelt. Und jetzt kommt gleich der große Moment für die Werder-Fans. Schon mit den richtigen T-Shirts. Deutscher Pokalsieger 99. Das letzte Kapitel des heutigen Pokalabends. Ein Bayer als Bundespräsident ehrt den Pokalsieger aus Bremen. Dieter Eils. War das fünfte auf das letzte Pokalfinale. Er hat es verdient, da vorne weg zu marschieren. Sie sagen ja schon, er sei der heimliche Trainer, jedenfalls der starke Trainerassistent von Thomas Schaaf. Zum Werder-Fan konvertiert. Auch Thorsten Frings hat unter dem Strich der Riesensaison gespielt. André Wiedener. Leicht auf die Schippe genommen vor diesem Endspiel. Der Brasilianer Ailton, sicherlich der unglücklichste Spieler dieser Saison. Viele sprachen schon von Fehleinkauf, aber vielleicht kommt er ja nochmal. Darf ihn auch mal in Händen halten. Adi Herzog war natürlich schon dran. Genauso Bogdanovic. Dabrowski, die Entdeckung der Saison. Fast ein bisschen distanziert, Jens Todt, aber der Kuss ist umso inniger. Raphael Wicki. Auch sicherlich erst in der deutschen Bundesliga einleben musste, aber heute Abend wirklich auch technisch sehr, sehr gut gespielt hat. Klasse Spiel von Juri Maximow. Bernhard Rares. Sein erstes Pokalendspiel und auch sein erster Pokalsieg. Stefan Brasas, der zweite Torwart. Beide Torhüter mit vier Händen am Pokal. Wunderschönes Bild. Ich habe es ja schon gesagt, es war ja nicht
die erste Glanztat von Frank Rost bei Elfmetern. Denken Sie ans Halbfinale in Wolfsburg. Aber wenn wir das alles heute Abend so erlebt haben, meine Damen und Herren, Spielverlauf und diese Siegerehrung, es soll mir keiner kommen und sagen, der deutsche Pokal hätte zumindest, was das Finale anbelangt, an Anziehungskraft verloren. Es war ein Abend, Marke Wendling.